Einer Studie der Weltbank zufolge produzierte die Menschheit im Jahr 2016 mehr als 2 Milliarden Tonnen Hausmüll. Ein erheblicher Teil davon ist Plastik. Jeden Tag werfen wir Kunststoffe mit einem Gewicht von 100 Eiffeltürmen weg. Es wird viel getan, um den Abfall zu reduzieren, doch die meisten Maßnahmen sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Historiker Roman Köster hat ein Buch über die Geschichte des Mülls geschrieben und darin heißt es, Zitat, werden keine drastischen Maßnahmen ergriffen, fallen weltweit im Jahr 2050 etwa 3,4 Milliarden Tonnen Hausmüll an, also noch einmal etwa 75% mehr als gegenwärtig, Zitat Ende. Wann unser intimes Verhältnis zum Abfall seinen Anfang nahm, wie es sich zu unterschiedlichen Zeiten gestaltete und warum Müll und Wohlstand zusammengehören, darüber sprechen wir nun im Bücherpodcast. Mein Name ist Kai Spanke, ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße Roman Köster. Hallo. Hallo. Herr Köster, wie sind Sie darauf gekommen, sich mit der zunächst einmal etwas abwegig erscheinenden Geschichte des Mülls, seiner Bedeutung und Entsorgung zu beschäftigen? Ja, wie so oft im Leben war das nicht das Resultat einer großen Einsicht oder eines glücklichen Moments, sondern ich bin da mehr oder weniger so reingerutscht. Also ich habe nach meiner Doktorarbeit eine Arbeit gesucht und bin in einem vergleichenden Projekt gelandet zur Geschichte des britischen und deutschen Hausmülls an der Universität Glasgow. Und ich war am Anfang ehrlich gesagt nicht so schrecklich begeistert darüber, aber ich habe dann einfach entdeckt, wie spannend das Thema ist, welche Wirtschafts-, Umwelt-, kulturhistorischen Anschlüsse das Thema ermöglicht und bin bis heute mit großen und größeren Unterbrechungen eigentlich dabei geblieben. Was ist denn so das Spannendste daran? Das Spannendste daran, also es hat meines Erachtens viele spannende Aspekte, aber es ist zum einen ist das Thema sehr, sehr gut geeignet, eine andere Geschichte des menschlichen Wirtschaftens zu erzählen. Ja, also nicht nur die Geschichte von Produktivitätsfortschritten, von Wachstum, von Konsum, sondern eben auch, wie wir dann mit den Überresten des Konsums, mit den abgelegten Dingen umgehen, welche Vorstellung von Schmutz, von Gebrauchswertlosigkeit Menschen über die Zeit entwickeln und wie das eben mit unserem alltäglichen Lebensvollzug zusammenhängt. Das ist eigentlich das, was mich am meisten an dem Thema interessiert. Damit wären wir quasi schon bei der Gliederung Ihres Buchs. Sie gliedern es in drei große Abschnitte, einmal Vormoderne, dann Industriezeitalter und Massenkonsum. Und vielleicht gehen wir das einmal nacheinander durch. In der Vormoderne, schreiben Sie, wurde Abfall vor allem als eine Art von Störung wahrgenommen, im Industriezeitalter als Hygieneproblem und heute als Umweltbelastung. Wie und warum haben sich diese Sichtweisen herausgebildet? In der Vormoderne stellt sich tatsächlich Abfall zunächst als vor allem störendes, praktisches Problem da. Ich glaube nicht, dass vormoderne Menschen überhaupt gar kein Konzept von Schmutz oder Gestank hatten, wie das in der Literatur gelegentlich behauptet wird. Also es gibt vormoderne Hygienevorstellungen, die zum Teil auch sehr ausgeprägt sind. Aber Müll ist zunächst einfach deswegen ein Problem, weil er Platz wegnimmt und im Weg liegt. Also selbst wenn Gesellschaften wenig Müll produzieren und vormoderne Gesellschaften produzieren im Vergleich zu uns heute sehr wenig Müll, häuft er sich irgendwann an, fängt an, Häuser, Straßen zu verstopfen und muss irgendwann weggeräumt werden. Und das ist das allererste praktische Problem, was sich mit dem Abfall stellt. Dazu kommt auch noch, dass der Abfall damals sehr, sehr anders zusammengesetzt ist. Also er besteht aus Küchenabfällen, aber im Wesentlichen eben auch aus menschlichen Fäkalien. Und damit muss man irgendwie umgehen. Man hat zwar noch kein wirkliches Konzept davon, warum Fäkalienabfälle die Ausbreitung von Epidemien und Krankheiten befördern. Aber man hat gleichwohl eine Ahnung, dass das eben so sein könnte und entsprechend entwickeln bereits die frühesten menschlichen Städte Art und Weisen, eben mit Abfällen umzugehen und sie aus der Stadt zu schaffen. Können Sie dafür Beispiele nennen? Also die allerfrühesten Beispiele von wirklich auch schon elaborierten Umgangsweisen mit Abfällen finden wir zum Beispiel bei ägyptischen Städten, wo die Abfälle der Reichen gesammelt werden und im Nil entsorgt werden. Ein ganz bekannter Fall ist Mohenjo-Daro, also die wichtigste Stadt der Induskultur, wo es bereits um 3 bis 2000 vor unserer Zeitrechnung bereits so etwas wie geschlossene Abfallkanäle, also Abwasserkanäle gibt und die dann auch menschliches Management erfordert haben, weswegen man annimmt, dass das wahrscheinlich der erste Fall ist, wo es so eine Art Müllabfuhr gegeben hat. Aber eigentlich können wir das fast überall beobachten, dass in dem Moment, wo viele Menschen auf einem Ort zusammenleben, damit angefangen wird, mit den Abfällen umzugehen und zum Teil eben auch schon sehr, sehr elaborierte Lösungen dafür gefunden werden.
Heißt das, Menschen auf dem Land hatten damit eher weniger Probleme? Menschen auf dem Land haben vor allem das größte Problem, was Menschen in Städten haben, nicht, nämlich den Mangel an Platz. Also in Städten hat man das Problem, wenn man zum Beispiel eine Grube aushebt, in die man seine Abfälle tut, dann nimmt das halt Platz weg und in Städten ist der Platz in sehr, sehr vielen Fällen begrenzt. Auf dem Land hat man dieses Problem nicht. Und man kann, was auch für die Vormoderne ganz wichtig ist, den Abfall ganz einfach auf die Felder aufbringen, weil er eben auch der wichtigste Dünger ist oder einer der wichtigsten Dünger ist, die vormoderne Gesellschaften kennen. Ab wann haben denn Menschen in der Vormoderne ungefähr begriffen, dass Fäkalien ein sehr guter Dünger sind? Das kann man nicht wirklich seriös beantworten, aber es gibt zumindest die Überlegung, dass die Beobachtung, ja, dass wenn man zum Beispiel seine Abfälle hinter das Haus wirft und dort die Pflanzen besonders gut wachsen, bereits sehr, sehr früh gemacht wurden. Ein Autor, der Geograf George Doolittle beispielsweise, hat die These aufgestellt, dass der Abfall oder die Entsorgung des Abfalls um das Haus im Grunde der Beginn des modernen Gartens ist, weil man eben lernt, wie man die Natur kultivieren und manipulieren kann, indem man beispielsweise Böden mit Fäkalien düngt. Und wie findet man heute heraus, was jetzt sagen wir bei den Neandertalern oder den Menschen in der Antike als Müll galt? Gibt es da Methoden? Ja, das große Problem des vormodernen Abfalls ist, dass von Keramik oder Metallen abgesehen, er über kurz oder lang zu Kompost wird. Deswegen, je nach dem pH-Wert des Bodens, bleibt sehr, sehr häufig nichts übrig. Jedoch gräbt die Archäologie heute die Müllgruben der Menschheit aus und da findet man eben viele Sachen, die abgelegt, weggeworfen wurden oder in anderen Weise nicht mehr gebraucht wurden. Das ist allerdings, wirft ein methodisches Problem auf, weil man zwar einiges über die Ernährungsgewohnheiten lernt und ob vormoderne Gesellschaften Tiere dabei hatten oder nicht, aber vieles sieht man eben auch nicht, weil beispielsweise Metalle oder andere Materialien, die sich wieder nutzen ließ, eben nicht in den Müllgruben landeten, sondern eben einfach recycelt und wieder genutzt wurden. War das Recycling verbreitet damals in der Vormoderne? Sie haben eigentlich in allen vormodernen Gesellschaften, mir ist da nicht wirklich eine Ausnahme bekannt, ein umfassendes Recycling. Und das liegt vor allem daran, es waren Knappheitsgesellschaften. Ja, also sozusagen die Arbeitsproduktivität war niedrig. Man hatte ein großes Problem mit der agrarischen Produktivität, die eben einfach sehr, sehr, sehr viel geringer lag, als es heute der Fall ist. Und dementsprechend war man darauf angewiesen, alles, was ging, in irgendeiner Form wieder zu nutzen. Insofern zeichnet Recycling vormoderne Gesellschaften aus und es kennzeichnet sie nicht in einem Sinne, wie das häufig behauptet wird, als modern, sondern eben als genau das, was sie waren, eben vormoderne Gesellschaften. Das heißt, wenn die Menschen der Vormoderne jetzt in eine Zeitmaschine steigen würden und zu uns reisten, dann würden die auf ihr Recycling auch weitestgehend verzichten, weil es die Knappheit nicht mehr gibt. Das ist natürlich eine hypothetische Frage, die ich in meinem Buch auch aufgeworfen habe. Was würden die Azteken machen, wenn sie heute leben würden? Und meine Überlegung ist, sie würden genauso viel wegwerfen wie wir, weil es eben nicht so sehr an einem Bewusstsein liegt oder das Bewusstsein vielmehr den Lebensumständen folgt. Und die sind eben heute tatsächlich ganz anders, als sie das vor 600 Jahren waren. Was wurde denn überhaupt wie recycelt? Das wichtigste oder eines der wichtigsten Recyclinggüter sind immer und überall Metalle, weil sie eben knapp waren, wertvoll und eben auch nur relativ schwer zu gewinnen waren. Also deswegen findet die Archäologie, abgesehen von Schlachtfeldern oder von Gräbern oder verborgenen Schätzen, nur ganz, ganz selten Metalle bei Ausgrabungen, weil die eben einfach immer und stetig wieder genutzt wurden. Ein anderes wichtiges Recyclinggut sind Textilien, die in China schon lange und dann ab dem 13. Jahrhundert auch in Europa der wichtigste Grundstoff der Papierherstellung waren, aber auch für viele andere Sachen genutzt werden konnten. Aber eben auch Fäkalien waren ein wichtiges Düngemittel. Also im Grunde kann man sagen, alles, was ging, wurde in irgendeiner Form wieder genutzt, repariert und weiter genutzt, soweit es eben ging. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Klima, Topografie und Architektur entscheidende Faktoren für den Umgang mit Müll in der Stadt sind. Können Sie das einmal erläutern? Die Stadt wirft in der Vormoderne die wichtigsten Müllprobleme auf, einfach weil der Raum begrenzt ist und weil je nachdem, wie viele Menschen in einem begrenzten Stadtraum leben, Platz einfach für die vormoderne Müllentsorgung ganz entscheidend ist. Je mehr Menschen
sich in einer Stadt zusammendrängen, umso schwieriger wird es zum Beispiel, Fäkalien in Gärten hinter den Haus zu entsorgen. Man kann das Problem lösen, indem man Tiere hält, beispielsweise Schweine, die lange Zeit die Müllmänner der vormodernen Stadt gewesen sind, die aber eben auch Probleme machen, weil sie den Verkehr behindern, weil sie Lärm und Dreck machen, weil sie riechen und so weiter. Das sind alles Probleme, die haben sie auf dem Land einfach in sehr, sehr viel geringerem Maße. Und in Städten stellt sich auch andere Probleme der Entsorgung. Haben sie zum Beispiel ein Gefälle, dass sie Abfälle abschwemmen können, etwa durch kleine Kanäle in der Mitte der Straße? Oder ist die Straße flach? Haben sie eine Mauer oder kann man gewissermaßen die Abfälle einfach gewissermaßen an Gärten, an den Rändern der Stadt abschwemmen und so weiter? Also die Topografie spielt eine große Rolle, das Klima spielt eine große Rolle, weil der vormoderne Abfall ganz andere Probleme aufwirft, wenn sie zum Beispiel in einem heißen Land leben oder wenn sie in einem vergleichsweise kalten Land wie etwa in Skandinavien leben. Also die Tiere sind andere, es werden Insekten angezogen und so weiter. Also Klima, Topografie und solche Faktoren spielen ganz anders, als es heute der Fall ist, eine viel, viel größere Rolle für die Abfallentsorgung. Sie schreiben mit Blick auf japanische Städte, ich zitiere das, wenn insbesondere japanische Städte in der frühen Neuzeit als besonders sauber beschrieben wurden, lag das auch an den dort vorherrschenden eingeschossigen Gebäuden, Zitat Ende. Könnten Sie diesen Zusammenhang mal erläutern? Das ist ein sehr gutes Beispiel für die Rolle der Architektur für die vormoderne Müllentsorgung. Sie haben in Japan in der Regel eingeschossige Holzgebäude, während Sie zum Beispiel in einer Stadt wie Edinburgh im 17., 18. Jahrhundert schon mehrschossige Gebäude mit bis zu 14 Stockwerken haben. Wenn Sie aber jetzt im 12. Stock leben, dann ist es zum Beispiel viel, viel komplizierter, den Müll zu entsorgen, weil Sie dann eben erst lange runterlaufen müssen. Und dann haben sie viel, viel häufiger die oft beklagten und oft als typisch für mittelalterliche und vormoderne Städte angesehenen Praktiken, zum Beispiel die Fäkalien einfach aus dem Fenster zu werfen. Das liegt bei solchen Architekturformen einfach viel, viel näher. Und dann haben sie eben auch weniger Gärten hinter dem Haus, die sie nutzen können und so weiter. Und in Japan mit den eingeschossigen Wohnungen ist es eben viel, viel einfacher, mit den Abfällen produktiv umzugehen. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den Tieren. Die wurden ja bis vor im Grunde genommen gar nicht langer Zeit noch in vielen großen Städten gehalten. Also Anfang des 20. Jahrhunderts war das ja auch noch normal. Was waren da so die Protagonisten? Also welche Arten vor allen Dingen? Erstmal haben sie bis zu der sogenannten Entdeckung Amerikas und der europäischen Expansion seit dem späten 15. Jahrhundert sehr, sehr große globale Unterschiede, was die Tierhaltung angeht. Ja, also sie haben in den europäischen Städten eine ausgeprägte Tierhaltung, was zum Beispiel in Japan ganz anders aussieht oder auch bei den Azteken ganz anders aussieht. Warum ist das da anders? Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, welche Tiere domestiziert wurden, aber es hat auch viel mit Religion zu tun. Also in Japan war es insbesondere der Buddhismus, der die Haltung von Tieren in der Stadt zurückgedrängt hat. Mhm. Und dann haben sie ein komplett verschiedenes Abfallmanagement, weil sie eben keine Tiere haben, an die sie Abfälle verfüttern können. Also sie haben eben auch keine Tiere, die Dreck und Lärm in der Stadt machen. Dann nähern sich die Formen der Tierhaltung seit dem späten 15. Jahrhundert aber zunehmend an. Und insbesondere Schweine sind ganz, ganz zentral für die Müllentsorgung in der Stadt. Zunächst als mehr oder weniger nützliche Mitbewohner eines Haushaltes, wobei der Fressdrang von Schweinen manchmal auch etwas überbordend sein könnte. Also die kleinen Mauern, die sie etwa in europäischen Städten und viele Friedhöfe finden, dienen auch dazu, die Schweine davon abzuhalten, Leichen auszugraben und zu fressen. Und das verändert sich dann aber im 19. und 20. Jahrhundert zunehmend, als die Schweine zunehmend aus den Haushalten heraus und an den Rand der Städte abgedrängt werden. Da finden sie das aber noch zum Teil erstaunlich lange. Also auch in britischen und amerikanischen Städten gibt es in den 20er Jahren noch Schweineherde an den Stadträndern. Sie schreiben ja auch, dass Tiere zum Teil, also Tiere wie Schweine, als Haustiere gehalten wurden im 5. Stock. Ja, also es gibt zum Beispiel den Bericht des Ökonomen Alfred Sohn-Redl aus Neapel, der dann berichtet, dass im 4., 5. Stockwerk noch teilweise Rinder gehalten werden, dass sich die armen Universitätsangehörigen ihre mickrigen Gehälter damit aufbessern, indem sie Tierhaltung in der Universität betreiben, Hühner in ihren Papierkörben halten und so weiter.
Heute haben wir die asphaltierte, assanierte Stadt und können uns das gar nicht mehr vorstellen. Oder Tiere begegnen uns in der Stadt eigentlich nur noch als Haustiere. Das sah aber durch die Jahrhunderte bis weit in das 20. Jahrhundert noch völlig anders aus. Ab einem bestimmten Punkt muss doch so ein Level erreicht worden sein, an dem man gesagt hat, ja, die Fäkalien der Schweine, die können wir jetzt gar nicht mehr alle auf die Felder bringen, es sind einfach zu viele. Wo ist man hin damit? Das wird vor allem dann das Problem, als man effektive Substitute bekommt. Das ist zunächst seit den 1830er Jahren Guano, was ja im Grunde auch nichts anderes als Fäkalien sind, aber eben die Fäkalien von Vögeln, die sie in Peru an den Inseln vor der Küste Perus auf Inseln ablassen und die sich eben als sehr, sehr effektiver Dünger erweisen. Dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt zunehmend abgebauter Stickstoffdünger, Salpeter aus Chile und anderen Ländern auf den Markt. Und dann im Ersten Weltkrieg gelingt es zunächst, künstliche Düngemittel herzustellen. Und dann werden die Fäkalien tatsächlich zu viel, weil sie eben nicht mehr als Düngemittel wirklich gebraucht werden, weil es auch sehr arbeitsintensiv ist, sie auf die Felder anzubringen. Und dann muss man damit anders umgehen. Und dann werden eben auch zunehmend, oder das begleitet den Trend, zunehmend Städte mit Kanalisationen auszustatten. Das klingt ja nun alles sehr unappetitlich. Ab wann gab es eigentlich sowas wie einen öffentlichen Hygienediskurs, der sich auf die Wahrnehmung des Mülls auswirkte? Also einen öffentlichen Hygienediskurs findet man quer durch die Geschichte. Also schon römische Dichter haben sich darüber beklagt, wenn sie auf römischen Straßen die Fäkalien über den Kopf gekriegt haben. Wobei quellenkritisch einzuwenden ist, häufig weiß man nicht, ob das wirklich übliche Praxis war oder eben auch einem gewissen Sensationalismus in der Berichtsform geschuldet ist. Tatsächlich gibt es Hygienediskurse, beispielsweise in den europäischen mittelalterlichen Städten schon sehr früh. Zum Teil hat das was mit Religion zu tun. Also insbesondere im Islam gab es auch in den Städten schon vergleichsweise hohe Hygienestandards, die dann die europäischen Christen sehr häufig als merkwürdig und irgendwie komisch betrachtet haben. Also es gibt zum Beispiel den Bericht eines Botschafters der Fuggers aus Konstantinopel im 16. Jahrhundert, der sich darüber lustig macht, dass sich die Moslems so oft waschen würden. Dann aber, wenn man in die einzelnen Städte und Regionen guckt, dann spielt, glaube ich, insbesondere die Ausprägung einer Kaufmannskultur eine wichtige Rolle. Das zum einen ist dann Geld vorhanden, um beispielsweise Straßen zu pflastern, die Häuser schön zu machen. Und gleichzeitig entwickelt sich so eine Form von Bürgerstolz, die eben die Sauberkeit der eigenen Stadt auch als Ausweis von Wohlstand und Zivilitas der Stadt betrachtet. Was hat sich geändert im Industriezeitalter mit Blick auf den Müll? Tatsächlich stellt das Industriezeitalter und das damit einhergehende dramatische Städtewachstum die Kommunen vor ganz, ganz neue Probleme, was die Müllentsorgung angeht. Es wird zum Beispiel praktisch gesprochen viel, viel schwerer, den Müll aus der Stadt zu schaffen, weil A, immer mehr davon abfällt und weil die Städte immer größer werden und auch der Transport der Abfälle und Fäkalien viel, viel größere Probleme dadurch stellt. Gleichzeitig ist man im 19. Jahrhundert mit globalen Pandemien konfrontiert, die es zwar vorher natürlich in Form von der Pest und anderen Krankheiten auch schon gegeben haben, aber es ist insbesondere die Cholera im 19. Jahrhundert seit den 1810er Jahren, die sich global ausbreitet und die einen ganz neuen Diskurs um Hygiene und die sozialen Voraussetzungen von Pandemien hervorbringt. Also mit dem Städtewachstum und Industrialisierung entsteht eben auch ein urbanes Proletariat und sehr viel Armut. Und zunehmend begreift man, wie sehr das eben auch mit der Ausbreitung von Krankheiten zusammenhängt. Gab es da dann schon erste Deponien und Müllabfuhren oder kamen die später oder gab es die eventuell schon früher? Bei Müllabfuhren hat man immer ein bisschen das Problem, wann setzt man den Beginn einer Müllabfuhr tatsächlich an? Ist eine Müllabfuhr schon vorhanden, wenn eine Stadt beispielsweise ein paar Männer damit beauftragt, für die Sauberkeit der Straßen zu sorgen? Oder sprechen wir von Beginn einer Müllabfuhr erst dann, wenn zum Beispiel eine Kommune entscheidet, wirklich eine technische Einheit zu schaffen, die den Müll abholt? Wenn man das in dem ersteren Sinn versteht, gibt es die Müllabfuhr schon sehr lange. Also bereits für Mohenjo-Daro spricht man
mit mehr oder weniger guten Argumenten für die Existenz einer Müllabfuhr. In mittelalterlichen Städten hat man das sehr, sehr häufig. Aber bis ins 19. Jahrhundert sind das in der Regel entweder einzelne Menschen, die beauftragt werden, oder es sind eben Scavenger, also Lumpenhändler, die in der Stadt nach verwertbaren Dingen suchen. Dass wir wirklich von einer Müllabfuhr im modernen Sinne sprechen können, mit Abfuhrwagen, Mülltonnen und so weiter, das ist eigentlich erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fall. Und da ist eine wesentliche Entwicklung, dass die Städte es in eigene Hand nehmen. Ja, dass also Stadtreinigungsabteilungen gegründet werden, die sagen, wir sind für die Hygiene in der Stadt verantwortlich und wir stellen die Mülltonnen, wir stellen die Abfuhrwagen und schaffen das dann eben auf Deponien. Das haben wir zum Beispiel in deutschen Städten erst seit den 1870er Jahren. Könnten Sie, da wir gerade von der Müllabfuhr sprechen, einmal skizzieren, wie die Entwicklung der Mülltonne vonstatten gegangen ist und was dabei alles beachtet werden muss? Das fand ich sehr interessant in Ihrem Buch. Auch bei der Mülltonne stellt sich immer die Frage, wann spricht man von einer Mülltonne? Also, dass zum Beispiel Menschen Fässer umfunktioniert haben, um Marktabfälle zu entsorgen, das haben wir auch schon relativ früh. Da gibt es beispielsweise aus dem Mittelalter Berichte drüber. Aber dass wir im eigentlichen Sinne von speziellen Gefäßen für die Müllsammlung sprechen können, das ist auch, findet auch im Wesentlichen seit dem späten 18. Jahrhundert statt. Also wir haben zum Beispiel in Schlössern oder großen Häusern Aschetonnen aus Metall, die zum Teil äußerlich schon stark an spätere Mülltonnenmodelle gemahnen. Es werden Säcke verwendet, es werden Taschen verwendet, es werden Fässer verwendet. Dass aber wirklich spezielle Mülltonnen entwickelt werden, auch das geht mit der Entwicklung der modernen Müllabfuhr einher. Und da gibt es dann seit den 1860ern, 1870er Jahren zuerst wirklich spezielle Modelle aus Metall, wie etwa dann die 1883 in Paris eingeführte Poubelle-Mülltonne, die zum einen aus Metall gefertigt sind, zum anderen einen Deckel haben, sodass Ratten beispielsweise nicht rankommen. Und dann kann man wirklich von der modernen Mülltonne sprechen, die wir ja heute noch in ihren Nachfahren überall auf der Straße sehen können. Wann sind diese Plastiktonnen aufgekommen, die wir in Deutschland haben? Das ist ein Resultat von technischen Entwicklungen seit den späten 1950er Jahren. Da sind zunächst die Vereinigten Staaten und Japan Pioniere, dann aber folgen auch die europäischen Länder relativ rasch. Das Problem ist lange Zeit, man hat A, nicht ausreichend stabile Kunststoffe, die müssen also gewissermaßen erst entwickelt werden. Und man hat das Problem, dass viele Häuser noch mit Kohle heizen, das heißt heiße Asche wegwerfen, die aus naheliegenden Gründen für Kunststoffmülltonnen ein Problem darstellen. Also erst ab dem Moment, wo sich geschlossene Heizungssysteme, Öl- und Gasheizung durchsetzen und die Kunststoffe zunehmend stabiler und praxistauglicher werden, da fängt man dann an, Plastikmülltonnen zu entwickeln, die für die Müllabfuhr einen riesigen Fortschritt darstellen. Sie müssen sich vorstellen, dass eine alte, klassische 110 Liter Mülltonne, wie sie in Deutschland verwendet wurden, wenn die voll gefüllt war und auch noch mit einem hohen Ascheanteil gefüllt war, konnte die bis zu 85 Kilo wiegen und konnte auch nur von zwei Müllarbeitern getragen werden und war ein wesentlicher Faktor dafür, dass Müllabfuhr lange Zeit zu den härtesten Berufen überhaupt gezählt hat. Mit den Plastikmülltonnen wird das alles sehr viel leichter und dadurch ergeben sich eben auch ganz neue Potenziale für die Rationalisierung der Müllabfuhr. Damit kommen wir quasi zum dritten Abschnitt Ihres Buchs. Sie schreiben, tatsächlich trat die Menschheit nach dem Zweiten Weltkrieg global in ein neues Müllzeitalter ein. Warum ist das so? Sie trat aus zwei Gründen in ein neues Müllzeitalter an. Der erste Grund ist, dass die Müllmengen global sehr, sehr stark anstiegen. Seit den 1950er Jahren kann man, das hat man auch bei vielen anderen umweltbelastenden Faktoren, von einer U-Kurve oder einem Hockeystick sprechen. Das heißt, die Müllmengen nehmen exponentiell zu und die Zusammensetzung des Mülls verändert sich. Also während man noch im 19. Jahrhundert hauptsächlich Küchenabfälle, Asche, Fäkalien im Müll hatte, kommen nun sehr, sehr viele andere, neuere, komplexere Materialien dazu, also insbesondere Chemikalien und Kunststoffe, die seit den 50er Jahren eben auch einen starken Aufschwung nehmen. Diese doppelte Entwicklung ist zunächst gewissermaßen der phänomenologische Aspekt, warum ich von einem neuen Müllzeitalter sprechen müsste. Der Punkt ist, warum ist das so?
Und da kommt man, glaube ich, um den Supermarkt nicht herum. Und alles, was an den Supermarkt, am Supermarkt dranhängt, eben beispielsweise neue Formen, Lebensmittel in Massenproduktion herzustellen, die dann zu den stark steigenden Müllmengen beitragen. Wann gab es denn die ersten Supermärkte? Die ersten Supermärkte gibt es in den USA schon in der Zwischenkriegszeit. Jedoch das globale Moment, wo sich Supermärkte ausbreiten, findet seit Ende der 1950er Jahre statt. Da werden zunächst die ersten Supermärkte in Frankreich, Deutschland, Italien aufgemacht und die verbreiten sich dann sehr, sehr schnell. Und vor allem verbreiten sich mit den Supermärkten eben auch die großen Ketten. Und diese großen Ketten schaffen eine große überregionale Nachfrage nach Lebensmitteln. Und wenn wir unsere modernen Müllprobleme erklären wollen, ist das ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Das heißt auch, mit wachsendem Wohlstand steigt die Produktion von Müll. Ja, das hängt in vielerlei Hinsicht zusammen, ohne dass wir einfach sagen können, Massenkonsum gleich mehr Müll, weil den meisten Müll, den wir produzieren, sind Lebensmittel, die Überreste von Lebensmitteln und Verpackungen. Und das macht bei dem, was wir täglich konsumieren oder wie wir das Geld, was wir haben, ausgeben, einen immer geringeren Anteil aus. Also heute in Deutschland beispielsweise liegen die Ausgaben für Lebensmittel am Haushaltsbudget unter 10%, die aber eben besonders müllintensiv sind. Deswegen reicht es nicht aus, einfach zu sagen, es ist der Massenkonsum, sondern es ist eben die sehr spezifische Form, wie wir uns mit Lebensmitteln, Kleidung, anderen Gebrauchsgegenständen versorgen. Und da kommen wir dann dem Müllproblem sehr viel näher. Sie schreiben, ich habe das eingangs schon zitiert, wiederhole es aber nochmal gerne, werden keine drastischen Maßnahmen ergriffen, fallen weltweit im Jahr 2050 etwa 3,4 Milliarden Tonnen Hausmüll an, also noch einmal etwa 75% mehr als gegenwärtig. Was wären die drastischen Maßnahmen, von denen Sie hier sprechen? Das ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Und warum steigen die Müllmengen so weiter? Der wesentliche Grund, warum gegenwärtig die Müllmengen immer noch ansteigen, liegt darin, dass viele afrikanische, asiatische, lateinamerikanische Gesellschaften zunehmend genauso viel Müll produzieren, wie wir das gegenwärtig schon tun. Das heißt, das Konsummodell, was dem zugrunde liegt, das breitet sich global immer mehr aus. Man spricht seit einigen Jahren auch für Afrika von einer Supermarket Revolution, also diese sehr müllintensiven Formen des Konsums von Lebensmittel, Kleidung und so weiter, die breiten sich global immer stärker aus. Die wesentliche Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen, wäre zum einen Verbrauchererziehung, dass wir also selber persönlich darauf achten, weniger Müll zu produzieren. Die Potenziale dafür sind aber begrenzt. Es gibt verschiedene Studien, die aussagen, dass die Potenziale, Müll zu vermeiden, wenn wir jetzt nicht unseren Lebensstil komplett umstellen wollen, bei ungefähr 20% liegen. Das ist nicht wenig, aber wird das Problem insgesamt nicht lösen. Und dann müsste man eben von den drastischen Maßnahmen sprechen. Das heißt, dass man diese Form, Lebensmittel, Gebrauchsgüter, Kleidung herzustellen, grundsätzlich verändert oder Wege finden, damit umweltgerechter umzugehen. Daran wird zurzeit sehr, sehr intensiv geforscht. Da ist man allerdings zu wirklich durchgreifenden Lösungen noch nicht gelangt. Und dieses Konsummodell umzustellen, kann man machen. Nur das ist ein wesentliches Argument, was ich versuche in meinem Buch zu entfalten, dass es eben einfach mit Einschränkungen, Schwierigkeiten für uns verbunden sind, unser Leben langsamer, teurer, unbequemer machen. Und da stellt sich dann einfach die Frage, inwiefern wir als Konsumenten dazu wirklich bereit sind. Und da wäre es einfach wichtig, eine öffentliche Debatte anzustoßen und nicht zu behaupten, wir könnten Müll ganz einfach loswerden. Das ist eben ganz sicher nicht der Fall. Hat sich Ihr Verhältnis zum Müll geändert, seit Sie sich wissenschaftlich mit ihm befassen? Also konkret, kaufen Sie anders ein? Also ich habe mich eigentlich schon immer bemüht, einigermaßen abfallvermeidend einzukaufen. Ich trenne meinen Müll, aber ich würde mich jetzt persönlich nicht als Zero-Waste-Aktivist bezeichnen, sondern ich versuche, die Infrastrukturen, die es gibt, vernünftig zu nutzen, Müll nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber tatsächlich mein Leben komplett umgestellt habe ich ganz sicher nicht. Ich weiß nicht, ob sich mein Verhältnis zum Müll wirklich verändert hat, weil es in dem Moment, wo man da lange und mit wissenschaftlichem Anspruch reinguckt, auch feststellt, dass die Probleme eben einfach sehr, sehr komplex sind und dass mein persönliches Müllverhalten
eben auch nur eine begrenzte Wirkung hat. Und das hat sich eigentlich immer in die Waage gehalten, eben einerseits zu begreifen, was für ein großes Problem das ist, andererseits aber eben auch die systemischen Zusammenhänge, die dahinter stehen, eben auch immer im Hinterkopf zu behalten. Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit, ist bei C.H. Beck erschienen und kostet 29 Euro. Vielen Dank, Roman Köster. Ja, vielen herzlichen Dank. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf faz.net/bücher-podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. In der kommenden Woche begrüßen Sie an dieser Stelle Maria Wiesner und Friedjof Küchemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.